632, die dritte. Ich kenne den Dietrich schon seit 30 Jahren. Mich hat er nie beschissen als Fahrradfahrer. Bringt Spaß mit ihm. Ehrlicher Typ. Ehrlicher Typ ist er, ja. Okay, 632, die vierte. Ja, sag mal, du kennst mich doch schon eine ganze Weile und war doch nie was zwischen uns. Also jetzt laufen so viele Anklagen gegen mich. War es bei dir auch mal so, dass du Anzeige erstatten wolltest? Nein, wollte ich nicht. Also in den 20 Jahren wollte ich das nicht, nein. Okay, dann soll es auch so bleiben. Ja. Okay. 632, die fünfte. Bitte. Ey, sag mal, du kennst mich doch. War doch schon seit Urzeiten hier. Voriges Jahrtausend. Ja. Und war irgendwann mal was mit uns? Ich meine, mit dem Fahrrad, was? Schwierigkeiten mit Zahlen oder niemals. So? Niemals. In den 20 Jahren nicht, nein. Der Dietrich ist ein ehrlicher Mensch. Geil, danke, geil, super, super, ja, oder? Das war ziemlich gut. Also herzlichen Dank. Wir kommen vorbei mit unserem kleinen Schritt. Habt ihr super gemacht. Ja, ich glaube, ich... Da rechnet ja keiner mit, dass das jetzt da ist. Im Moment habe ich so ein bisschen Balancestörungen. Ne? Also, ich brauche kleine, zwei kleine... Man hat ja bei mir schon am Fischmarkt Fische gekauft. Oh. Oh. Da hat er uns eben von erzählt. Ja, ja. Hat er uns von erzählt? Von Kutter, ja. Das habe ich 26 Jahre Sonntagmorgens gemacht. Ey. Toll. Und hast du das bei mir aus dem Auto rausgeholt? Hä? Das Buch ist ja bei mir im Auto. Nee, das andere ist im Auto. Ach so. Ich darf mal gucken, was das für ein Buch ist. Ja. Reisen sind doch schon Hamburg hier. Ja, ist doch super. Ne? Toll. Der kam nachher den Fischkutter. Ja. Und dann habe ich den morgens da Fisch verkauft. Ne? Ja, der Kutter liegt dann direkt hinter oder was? Oder mehr damit? Nee. Hier ist der Kutter. Der liegt dahinter. Da ist er. Vom Kutter, ja. Ja. Direkt vom Kutter. Hier ist die Brücke. Ne? Ja, heute kommen ja die Fische von hinter den Shetland-Inseln. Das ist alles andere. Aber ja, wir wohnen ja da, als wir hier vor 32 Jahren einzogen. Da war neben uns auch noch einer, ein Fischer, der noch immer seine Reusen auslegte, Aale fing und die 6 Tage in der Badewanne wässerte, damit die ganzen schädlichen Chemikalien, die damals aus der DDR kamen, raus sind. Ja. Da war er fest überzeugt. Und dann hat er die geräuchert. Ja. Und wenn man dann morgens wach wurde, zog der Geruch von geräucherten Aal und die Lunge voll. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich bin wach. Ja, ist ja super. Ja, vielen Dank. Also, gerne. Ja. War toll. Ja, Mensch, mein Fahrrad. Da müsste man mal helfen, das aus dem Keller wieder hochzutragen. Das hat sich da völlig verkeilt.